Hallo, hallo, willkommen zu meinem nächsten Video. Freut mich sehr, dass du wieder einschaltest. Wenn du das erste Mal da bist, freut es mich auch sehr. Ich mache regelmäßig Videos wie dieses, wo ich einerseits Lightroom-Tricks herzeige, wie ich was angehe, meine Überlegungen zu verschiedenen Bildern, aber auch On-Location-Videos, wo ich dann in der Natur draußen bin und direkt fotografiere. Heute möchte ich euch ein paar Inputs liefern zum Thema Atmosphäre erzeugen und Tiefe in ein Bild bringen. Also wir haben ja ein zweidimensionales Medium und da wollen wir Dreidimensionalität hineinbringen. Wir können das einerseits mit Hell-Dunkel-Kontrasten machen und andererseits mit Atmosphäre erzeugen. Wie das beides geht, zeige ich euch gleich. Wir starten am besten mit dem Bild links oben. Wir werden jetzt nicht alle Bilder machen, aber ich zeige euch dann auch vorher, nachher und erkläre dann dazu, was ich gemacht habe. Also wir werden zwei Bilder bearbeiten, ein Wald, eine Landschaft und dann zeige ich euch bei den anderen Bildern, was ich jeweils gemacht habe, um das Ergebnis genauso zu erzielen, wie ich es bei den ersten beiden gemacht habe. Starten werden wir mit dieser Waldszene. Es ist ein bisschen dunkel aufgenommen, weil ich die hellen Lichter im Hintergrund behalten wollte. Weiters können wir da einmal schnell ein paar Basiseinstellungen machen. Wir können mit Schwarz ein bisschen nach oben gehen, wenn wir eh genug Tiefe haben. Dann die Gesamtbelichtung können wir nach oben. Da ist das vielleicht ein guter Wert. Und im Anschluss werden wir uns anschauen, wie die Farben aussehen, weil wir wollen ja nicht nur einen Helligkeitskontrast, sondern auch einen Farbkontrast. Klarheit gehen wir ein bisschen nach oben. Und da gehe ich meistens so vor, dass ich mir mal anschaue, okay, wo ist mein Punkt, an dem der Kontrast gut ist. Also da sieht man, da ist ein super Kontrast zwischen dem Schnee und den Bäumen, wenn wir das zurücksetzen. Genau. Dann ich gehe jetzt bewusst relativ schnell vor. Ich hoffe, also ihr könnt es euch gerne dann wiederholen oder langsamer abspielen. Aber der Grund dafür ist, dass wir dann schneller beim eigentlichen Thema sind. Und jetzt sind wir eigentlich schon bei dem Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt wird es interessant. Wir haben da im Prinzip drei Bildebenen, würde ich jetzt einmal behaupten, oder vier sogar. Wir haben den Hintergrund, der so durchscheint, also den blauen Himmel, der lenkt mir ein bisschen ab, deswegen würde ich es ein bisschen beschneiden, das Bild. Dann die helle Bergkette im Hintergrund, da haben wir im unmittelbaren Hintergrund die Baumreihe, also die sind ein bisschen entfernt, die vier großen Bäume da in der Mitte sind ein bisschen entfernt vom Hintergrund. Und die beiden, die stehen auch noch weiter entfernt, die sind auch noch separat. Und das möchte ich auch zusätzlich noch separieren. Das heißt, wie können wir da am einfachsten vorgehen? Und das ist so, dass wir da einen Pinsel verwenden und mit Schwarz einmal nach oben gehen. Also wir wollen die Schwarztöne heller machen. Weil alles, was weiter entfernt ist, erscheint weniger deutlich. Genau. Das heißt, wir gehen da einfach nur mit Schwarz drüber. Ich habe da jetzt auch gar nichts maskiert oder so. Ich versuche die beiden Bäume da nicht zu erwischen und gehe da jetzt einfach einmal nur so da drüber und pinsel da ganz einfach der Kante hinten entlang. Also es ist in dem Fall ein bisschen schwierig, da genau zu arbeiten, weil es sehr viele Äste im Vordergrund mit dem Hintergrund verschmelzen. Aber grundsätzlich ist es so die Idee. Also ihr seht, so pinsel ich da mal drüber und dann mache ich eine zweite Ebene mit dem gleichen. Also ich gehe wieder mit Schwarz rauf, mit Tiefen rauf und zusätzlich dazu gehe ich auch noch mit Dunst nach oben, um so ein bisschen an verträumteren Effekt zu erhalten. Und da sehen wir jetzt dann schon noch mehr, also da kann ich zusätzlich den Schneefall quasi imitieren. So, dann gehen wir da drüber und auch wieder die gleichen Bereiche wie vorhin. Also da
verstärke ich das einfach nochmal. Und genau, und jetzt, wenn wir uns das wieder anzeigen, da bin ich auch über die zwei Bäume im Vordergrund ein bisschen drüber gegangen. Das heißt, dass die auch weiter nach hinten treten. Und jetzt möchte ich noch die Bäume im Vordergrund deutlicher herausarbeiten. Da brauche ich wieder Pinsel. Da gehe ich wieder rein und gehe einerseits einmal mit der Gradationskurve nach oben, mit Klarheit. Die Struktur können wir ein bisschen erhöhen. Und dann gehen wir mit Lichter und Weiß. Und dann werden wir da die Bäume im Vordergrund etwas zum Leuchten bringen. Und wenn ich das dann mal anschaue, das vorher nachher ist relativ eindrucksvoll. Also wenn ich die Masken jetzt ausschalte, also ich habe zweimal den Hintergrund ein bisschen in die Distanz gebracht, also da Distanz erzeugt und einmal den Vordergrund verstärkt. Und wenn ich mir anschaue, vorher, nachher, ist ein Riesenunterschied. Da verschmilzt alles, vorher verschmilzt alles noch ziemlich stark und nachher ist eine Distanz da und die Bäume im Vordergrund leuchten heraus. Ich kann da noch leicht den Vordergrund nochmal verstärken mit einem größeren Pinsel, dass ich das nochmal, den Bereich nochmal etwas hervorhebe. Das mache ich auch manchmal, dass ich wirklich einen ganz großen Pinsel nehme und dann da die Bereiche so hervorhebe und dann leuchtet das auch nochmal ein bisschen anders. Man könnte das natürlich auch mit einem Radialfilter machen, wenn ich schon so rund mal, aber also das ist Geschmackssache, also wo man schneller ist und was man lieber hat. Also wenn ich mir das anschaue, vorher, nachher, und das ist nur der letzte Filter, der hat noch so ein bisschen Leuchten reingebracht. Was noch fehlt, ist der Crop. Und da schauen wir mal, was es 16:10, wie das ausschaut. Das Blau hinten kriegen wir nicht ganz weg, das ist aber in Ordnung. Das, aber so in der Art, wenn ich mir das Bild jetzt anschaue, dann wirkt es schon ganz gut, finde ich. Ebenso wie bei diesem hier gehen wir bei dem zweiten vor. Da sind wir am Meer und das erste, was man sieht, es ist schief gewesen. Wir wollen da den schönen Bogen drauf haben und wir wollen die Steine etwas rausarbeiten. Also es ist auch dunkel aufgenommen, weil die Lichtverhältnisse sehr wechselnd waren und da ist es nicht so einfach, dass man nichts überbelichtet. Also das ist so die Gefahr immer. Da schauen wir wieder ein bisschen auf die. Genau, wir haben die Steine im Vordergrund, da ist was warm, da sind warme Töne. Also es gibt so ein paar Bereiche im Bild, wo warme Töne drinnen sind. Da haben wir allgemein auch. Wie gesagt, ich gehe da jetzt auch hier wieder sehr schnell drüber und genau. Es ist jetzt schon sehr viel Atmosphäre und wir können das aber noch verstärken. Also wir können einerseits im Hintergrund einmal den warmen Farbton ein bisschen erhöhen und dann noch Dunst. Das können wir da dann noch verstärken. In dem Bereich. Und dann, wenn wir uns das anschauen, vorher, nachher, also es leuchtet schon ein bisschen mehr, das ist gut. Und dann können wir zusätzlich noch eine Maske für den Himmel machen, wo wir die Gesamtbelichtung reduzieren. Das heißt, wir gehen mit Belichtung nach unten und schwarz gehen wir aber nach oben. Es wird jetzt nicht kontrastreicher werden wirklich, sondern einfach nur dunkler. Also wenn ich vorher, nachher. Also es wirkt tatsächlich ein bisschen flacher, ein bisschen grauer und eine Spur langweiliger vielleicht. Wenn ich mir da nochmal anschaue, ja, das
das passt schon, dass man da. Genau. Also jetzt haben wir den Vordergrund noch distanter gemacht. Ein zusätzliches Element können wir hineinbringen mit dem Dunst entfernen, also negativ die Haze. Da können wir da noch etwas Distanz erzeugen und so ein mystischer Nebel. Mit dem Dunst entfernen nach links können wir dann also einen Schein erzeugen, der wieder Distanz und Atmosphäre suggeriert. Und dann können wir jetzt am Vordergrund arbeiten ein bisschen und den herausarbeiten, weil der sollte deutlich zur Geltung kommen. Und da starten wir mal vielleicht mit dem Wasser, weil das ist so ein Hauptelement. Da gehe ich mit Weißlichter und Gradationskurve rauf. Und ich kann da ein bisschen über die Steine drüber gehen, also über gewisse, weil die greifen wir nachher auch nochmal an. Und da können wir schon jetzt mal. Es ist so, dass ich versuche, die Bearbeitungsschritte allmählich aufzutragen. Also ich will nicht, dass alles auf einmal passiert und schnell fertig. Es wird schöner, wenn man es allmählich aufträgt, meines Erachtens. Es wird einfach realistischer. Und genau, da den Bereich noch. Ich finde auch, dass man beim Vordergrund, also bei den Steinen, so ein bisschen noch die warmen Farbtöne hervorheben kann. Also da gehe ich wirklich mit Temperatur nach oben und dann auch mit Lichter vielleicht und Weiß. Und dann gehen wir ganz vorsichtig über diese Steine, weil die haben so warme Farbtöne und das wird dadurch verstärkt. Und wenn wir die warmen Farbtöne da verstärken, dann leuchten die einfach noch besser raus. Also wenn wir da nochmal schauen, zwischen vorher, nachher, also allein durch die Farbgestaltung, die wir jetzt haben, in einem relativ farbarmen Bild passiert sehr viel, also es hebt sich ab. Genau. Und so könnt ihr in kürzester Zeit schon mal relativ weit kommen bei meiner Entwicklung. Das wäre jetzt quasi so zu 90% fertig. Jetzt zeige ich euch die fertigen Bilder und möchte ganz kurz mit euch besprechen. So, das ist jetzt das nächste Bild. Ich zeige euch das vorher, nachher, weil dann könnt ihr noch besser erkennen, was da passiert ist. Also vorher ist es hinten sehr dunkel und die Tiefe ist noch nicht so da. Und nachher habe ich das aufgehellt, ich habe die Farbtöne noch verstärkt, den Farbkontrast noch herausgearbeitet und im Hintergrund die schwarzen Töne etwas angehoben, um das nicht so düster wirken zu lassen. Im Vordergrund bei den Lichtreflexen habe ich noch die Weißtöne und die Lichter herausgearbeitet. Bei der nächsten Aufnahme habe ich kompositorisch einmal darauf geachtet, dass ich verschiedene Elemente habe. Also ich habe da vorne noch Stein drauf, dann habe ich so eine schöne Kurve da vom Wasser, dann habe ich da einen Stein, dann habe ich links und rechts die beiden Felskanten, die den schönen Wasserfall im Hintergrund flankieren.
Und dann habe ich darauf geachtet, dass keine hellen Farbtöne mehr hinten drauf sind. Und wenn man die entwickelte Version anschaut, im Vordergrund habe ich die Kontraste verstärkt, dann bei dem Stein ebenso, also das ist ein sehr markanter Stein, das ist so quasi das Hauptmotiv neben dem Wasserfall. Im Hintergrund, also wenn wir uns diese beiden Bereiche, den und den Bereich anschauen, da habe ich die Tiefen angehoben und dadurch die Distanz hergestellt. Also wenn man nochmal schaut, vorher, nachher, dann abseits vom Bildausschnitt hat sie auch ziemlich viel in der Tiefenwirkung getan. Weil bei dem Dunklen ist alles circa auf einer Ebene und beim entwickelten Bild sieht man richtig die verschiedenen Bildebenen. Okay, das nächste Bild ist eine Szene aus dem Wald. Das ist auch. Da sind drei so schöne Eichenbäume, die am Stammgrund bemoost sind. Und das schaut irgendwie so schön aus, der Kontrast zwischen den Blättern vom Vorjahr und dem Grün, dem leuchtenden Grün der Moose. Also, das war auch an einem leicht regnerischen Tag. Obwohl extrem viel Atmosphäre da war, also es war kein Nebel, aber es war sehr viel Atmosphäre in der Luft, also sehr viel Feuchtigkeit, also es hat geregnet und es war wirklich schon von der Stimmung her sehr schön, aber noch nicht so, wie es, also am Bild wirkt es dann noch nicht so. Und das muss ich eben herausarbeiten. Je weiter entfernt, umso weniger Details sieht man, weil man schaut einfach durch viel mehr Atmosphäre durch. Das heißt, wenn wir einen Berg in der weiten Entfernung ganz detailreich ausarbeiten, dann verlieren wir automatisch Tiefe. Die Details, die wir in diesem Fall erzeugen, sind eher kontraproduktiv zu dem, was wir aussagen wollen. Und daher gehen wir so vor, dass wir eben den Hintergrund detailärmer erscheinen lassen. Ein weiteres gutes Beispiel ist das nächste Bild von der Bergkette. Das war eine Bergkette in der Distanz. Das Licht kam von der Seite, also es war sehr schön und es war sehr windig, wie man da sieht, also mit den Schneefahnen und so. Es ist so, dass die Linienführung auch sehr elegant ist. Der Kontrast ist aber nicht so stark. Und wenn ich das jetzt da mit dem fertigen Bild vergleiche, ich habe den Kontrast durch so eine S-Kurven extrem gesteigert und ich habe geschaut, dass im Vordergrund Details sind, dann am Hauptmotiv und je weiter entfernt, umso weniger Details sind dann sichtbar. Und das ist genau das Wichtige dran, um Tiefe zu erzeugen. Das wirkt super flach und das wirkt extrem tief im Verhältnis. Nochmal wiederholend, wenn ihr Tiefe erzeugen wollt, dann ist es sehr von Vorteil, dass ihr einerseits kompositorisch arbeitet und die Bildelemente so aufbaut, dass man in Stufen dem Bild ins Bild eintreten kann. Dass wir durch unsere Komposition, so eine Zentrumswirkung erzeugen, ist auch sehr wichtig. Weil dadurch unser Blick im Bild bleibt. Das heißt, wenn ich jetzt am Bildrand, am äußersten Bildrand mein Hauptinteresse habe, dann wird das Auge dahin gehen und dann nach außen verschwinden. Zusätzlich können wir bei der Bildentwicklung extrem viel erreichen, indem wir mit Tiefen arbeiten. Also wir können schichtweise denken und
gewisse Bereiche nach vorne treten lassen. Also das ist durch Wärme und durch Helligkeit kommt es nach vor. Kühle Töne und kontrastarmere Töne gehen nach hinten. Also alles, was kontrastarm ist, scheint weiter weg als kontrastreich. Der Vordergrund soll kontrastreich sein und der Hintergrund soll immer weiter zurückweichen. Wir können auch zum Beispiel eines der Bilder gleich drucken, um zu sehen, wie schaut es dann eigentlich als fertiges Bild aus. Damit wir uns das dann noch besser vorstellen können, drucke ich mir gerne Bilder aus, um einfach die Wirkung aufnehmen zu können. Wenn wir uns den Druck selbst anschauen, dann sieht man, dass ich die Tiefen eben kompensiert habe und das wie auf dem Bildschirm wirkt. Die Farbbalance passt sehr gut, die Schärfe ist sehr schön, also man kann die Details hervorragend erkennen. Das hat dann ein ganz eigenes Feeling, wenn wir das Bild anschauen und in der Hand halten. Das ist so der Abschluss eines kreativen Prozesses. Ja, alright. Vielen Dank fürs wieder dabei sein, fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann freut mich das. Ich hoffe, ihr habt ein paar Inputs mitnehmen können und könnt diese auch in eurer eigenen Arbeit anwenden. Es freut mich sehr, wenn es wieder einschaltet, wenn es den Kanal teilt oder auch, wenn wir uns persönlich einmal sehen bei einem Workshop oder bei einer Fotoreise. Shameless Plug. Ich habe ein Buch über... Das heißt Wasserlandschaften fotografieren. Also wenn es da interessiert hat, freut es mich natürlich. Ein signiertes Exemplar könnt ihr bei mir erhalten. Ja gut, in diesem Sinne bis zum nächsten Mal und macht es gut. Ciao, ciao.